So, wir haben ein kleines Problem. Und zwar, wir haben hier einen Mob drin, den wir nicht zu zweit schaffen werden. Dieser Lümmel. Das Problem ist, er hat nämlich einen Healer dabei. Und wir müssen entweder ihn bursten oder den Healer. Der hat aber einen Schildhieb. Das heißt, er wird uns unterbrechen. Also werde ich irgendwie versuchen, diesen Priester zu töten und dann eventuell ihn danach zu machen. Und wir haben hier einen dicken Reset-Point. Also können wir wahrscheinlich, so wie ich denke, den Priester einmal bursten, bis er sich heilt. Das sollte jetzt passieren. Da hat er mich gekickt. Ja, schön in die School für die Healings reingekickt. Ich hoffe, das wird der einzige Kick bleiben. Dann werde ich mich gleich mal healen nach dem hier. Werde mich nicht healen. Hier mal einen Heilpot. Okay, anscheinend müssen wir resetten. Wir können nicht resetten. Bin ich dead? Dann werden wir ihn jetzt sleepen. Dann heben wir uns hoch. Also da kann man eigentlich resetten, an dem Punkt. Ich bin leider nicht hochgekommen, deswegen habe ich immer gesleept in meinem Quest-Item. Für eine Weile werde jetzt seinen Kollegen hier aufessen. Ich wollte ihn eigentlich resetten, er hat leider nicht geklappt. Und dann will ich... Da hat er mich gekickt. Nice, sein Kick ist raus. Dann können wir ihn hoffentlich wegblasten. Ich will auf jeden Fall eine Erneuerung oben halten, falls er mich nochmal kicken sollte. Da kickt er mich, sehr schön, aber er hat mich in Shadow reingekickt. Das heißt, ich kann weiter meine Heals und so weiter casten. Jetzt rennt er weg. Sehr schön. Hier ist aber kein Mob, weil ich habe den Bereich geklärt. Also das Quest-Item ist schon sehr, sehr broken hier. Der Schlummersand. Da war noch ein Kick. Ich glaube, er sollte jetzt sterben, oder? Da ist ein Respawn gerade. Nice, und da ist er down. War irgendwie schwerer, als ich dachte. Holy moly.